uns im Nebensee. Wir tauchen ein in die Stille. Corporeal manifestations, full-scale psychomagnetheric events, exiled Sumerian gods. For a fleeting, ephemeral moment, we were heroes. Celebrated across the city, heck, across the world. Unparalleled in our field. Preternatural pioneers on the brink of discoveries our scientific forefathers could never have even dreamed of. At even the slightest implication of paranormal activity, everyone knew who to call. Now, I'm sure you're wondering what happened. Chalk it up to a huge misunderstanding, a fallout. For a while, I wasn't sure why I was getting out of bed in the morning. And some mornings I didn't. That's all behind us now. We saved the world yet again, and we're back. The firehouse cleans up pretty good, huh? At one point, some hotshots bought the place and turned it into an overpriced Java joint. But now, we're up, running, and firing on all 16 cylinders. All to code, too. Well, most of the codes. At the very least, the codes we're aware of. For me, it's the energy of the old place. Pure ebullience, galvanic energy, coursing through the air. And no, I'm not talking about anything psychokinetic, ectoplasmic, or paranormal. Just good, old-fashioned human emotion. Provinces of the living. Oh, I didn't know how much I needed to be back. How much Winston needed me back here. But someone from the old guard has to hold down the fort, you know? Because there's still real work to be done. And that's where you come in. The phone isn't ringing off the hook right now, which is a blessing and a curse. What's good for business is a bad omen for everything else. But if it were up to me, I'd still be in the thick of it. But it's time for a new generation. And that's you. You have the chance to peek behind the capricious veil of life itself and see firsthand what exists on the other side. So don't be afraid to get your hands dirty. Well, slimy, really. And yes, that might mean having to pick up a book or two. What people don't know about the Ghostbusters could fill 10 encyclopedias. And before you even ask, I've thought about it. Been approached by some very interested parties, which isn't saying much. Every hack and wannabe with a laptop can be published today, whether they know the science or not. And trust me, they don't. Ray? Go ahead, this is Ray. Is there someone there with you? Let me guess. The new recruit is there with you? Ray, you gotta let them get to work. All trainees report directly to the firehouse, remember? Over. That's our time. Good talk. Off you go to meet Kat. Welcome to the team. Don't worry, I'll be in touch. Hallo, meine lieben Freunde, schaurige Grüße vom wunderschönen dunklen Zypern. Hier ist Peru Place, und ich bin der Peru. Und natürlich zu Halloween muss es ein bisschen spooky werden, auch bei uns. Deshalb habe ich uns mal wieder ausgekramt, die lieben Ghostbusters. Und da werden wir uns jetzt mal reinstürzen. Ich liebe dieses Spiel. Wir haben es viel zu lange wieder nicht gespielt. Und vielleicht sollten wir es mal wieder öfter machen, vielleicht sogar zusammen. Wenn ihr da Bock habt, mal im Multiplayer zusammenzuspielen, sagt mir Bescheid. Da ist der liebe Onkel Ray, den wollte ich eben gerade auch ein bisschen aussabbeln lassen, ne? Wenn der Kollege schon was zu sagen hat, hören wir natürlich auch zu. Wir müssen jetzt erstmal die Feuerwache, um Cat zu treffen. Das machen wir jetzt mal schnell. No, of course it's not there. Then what is it? It's... Look, I know you trust me. But you've got to take your hands off the wheel a little. Ah, da ist die ganze Bande schon versammelt. Winston. Speaking of Ray, und das müsste Cat sein. Based on the fact that you're 15 minutes late for your orientation, I'll assume you've already met him. He has a tendency to get worked up and can forget that we have an onboarding process for a reason. Love Ray like a brother, but he needs to get out more. Allow me to introduce the head honcho. Winston Zeddemore. Jawohl, ja. Happy to have you on the team. Ich finde es ja sehr cool, dass die Originalschauspieler hier auch nochmal ihre Stimme geliehen haben. If you have any questions, don't ask me. Call Cat. That's me. I run operations here.
Ich vermisse natürlich Wankman hier, Bill Murray. Any trouble in the firehouse or the field? You come to me. Got it? Ich fand die neuen Ghostbusters-Filme übrigens gar nicht schlecht, aber ganz ehrlich, das Original war immer noch am geilsten. So, wir brauchen jetzt das Funkgerät, jawohl. Okay, no time to waste, so let's get moving. First up, your jumpsuit, which you'll find in the closet. Okay, wir dürfen uns auch starten. Los geht's. So, passe deinen Jäger an deine Ästhetik an. Das finde ich gut. So, es können neue Kosmetikgegenstände durch Stufenaufstieg, Abschluss der Story und so weiter und so weiter. Klar, okay. So, ja, dann wollen wir den Kollegen mal ganz kurz hier ein bisschen fit machen. So, und da ist der Kollege fertig gezaubert und ich denke mal, so sind wir so langsam einsatzbereit. Hey, it's Kat. You decent? Come meet me in the alley. Okay, wir kommen zu den Übungen. Ich erinnere mich noch dunkel daran, sehr dunkel. Well, 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 look at you. How do you feel? Ready to roll. That's what we like to hear. Go ahead and pick up that proton pack. Sorry, that it's the... would classic be the right word? Retro? Personally speaking, I love it. Okay. Unsere erste Ausrüstung. Yes! Who you gonna call? Base tech is solid. That being said, we have some fun new modifications in the works. Winston's got a tech guy upstairs. But you'll be wielding this for now. This is so freaking cool! Now, let's learn how to use it. First up, the particle thrower. You had the toy when you were a kid, like I did. Okay, ich bin dabei. And don't forget, that pack's gonna overheat if you sustain fire long enough. So make sure you vent before you enter overheated cooldown. Venting manually will always be faster than waiting for the emergency cooldown to finish. Oh, and keep an eye out for stray cats. Good work. All right, let's try some tethering. The ghost will try to escape your tether by pulling against your pull direction. When you okay. See the tether getting damaged, pull in a different direction to counteract. Ah ja, mal in die Gegenrichtung ziehen. Da erinnere ich mich noch dunkel dran. Ah, ziehen wir mal ein bisschen durch die Gegend hier. Already hooking them like a pro. Once you've got tethering down, the next part is the trap. Try deploying the trap first. Okay, L2 ist die Falle. Okay. Deploy the trap beneath the ghost if possible, especially if another Ghostbuster already has it tethered. The trap needs to settle before you can stomp the pedal and open it. Got it? Okay. Ich hoffe, okay. So. Werfen wir das Ding mal aus. Ja, läuft doch schon mal. Und jetzt? Ach so, ich habe den nicht hier direkt in die ins Zielgebiet geworfen. Der Wurf hat nicht ganz gereicht. Nice. Jetzt. Now to open or close the trap, you need to be in range of the pedal. Once it's open, pull the ghost into the field of the trap until it starts to get sucked in. The ghost can still escape, even when it's in the final pull field. So keep an eye on them until the trap is completely closed. And make sure to monitor the trap's battery. Because the charge can drop fast when the trap is deployed. Wo ist die Falle jetzt? When you need to retrieve the trap, look down at the pedal or approach the trap itself. Once you've retrieved it, the trap battery will begin recharging. Okay. Ach, jetzt habe ich schon zwei Fallen da rumliegen. Ungünstig.
Na, wo, wie kommt er jetzt in die Falle rein? Ich habe jetzt gerade irgendwie einen Hänger. Wieso wirft ihr jetzt wieder beide aus, Junge? Die machen mich fertig. So. Ja, geht doch. Wo war denn jetzt das Problem? And that's how you trap a ghost. Well done. Not many could pull this off on their first day. You've got skill. Now do it 40 more times. Bitte was? Hey, 40 mal? What's up? Keep it down, muss ein Witz sein. Again. All right. We could always just move on to using the PKE meter. Take it inside. Perfect. You got one down there? Sure do. Right here. Eddie can walk you through it. Ah, das berühmte PKE meter. Jawohl, da ist es. Are you on this channel? Eddie, this is the only channel you give me access to. Yeah, and for good reason. Listen. We got a new recruit that needs some pointers with the PKE meter. Walk them through it. Maybe give our kind and understanding New York neighbors a break. I would, but I'm a little busy. So, right now. Wir testen. All right. If you pass your entrance test, this device should pretty much be second nature to you. The psychokinetic energy meter is one of the oldest and most valuable devices in the Ghostbusters arsenal. I wish I could take credit for its invention, but predates even me somehow. Standard ghost tracker. Bingo. Instead of further lecturing you on scientific breakthrough. Ja, komm, ich sabbel nicht so viel, zeig mal. Oh, da geht er schon hoch hier. Haben wir hier schon Halloween? Das finde ich schön. So. There. Do you see how it's responding? The PKE meter becomes more active based on the direction of the signal. Aha. When you're right on top of a paranormal entity, you'll know it. It's picking up on the metaphysical energy that empowers not only ghosts, but tons of other negatively charged objects. When the PKE picks up the metaphysical energy of ghosts and objects, it'll light up and make a bunch of noise. The screen displays a pattern depending on the type of signal being tracked. A cascading dot pattern means it's ecto energy, whereas an ascending dot pattern indicates a ghost rift. The sidearms will raise and lower depending on whether you're pointing it at the signal or not. Okay, als Ghostbusters-Fan kennt man natürlich, was das macht, weiß, was das macht, aber wir hören uns das jetzt mal an. That's it. Congratulations. There's a chance you may not die on the first job. I appreciate the vote of confidence. Sehr schön. Is that what it was? Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich zwischen dem Bums hin und her schalte. Okay, wir sollen suchen. Da machen wir mal. Oh. Ja, hier. Okay. Einen haben wir schon. Was ist das hier? Die mögen Statuen und so ähnliche Gegenstände. Brief schwerer Wahl. Ist er das oder ist das nicht? Oder ist die Vase hier? Aha. Okay. Okay, die Puppe sieht von vornherein schon spooky aus. Okay. You're the office funny guy then, huh? I've been told that people warm up to me. Okay. You can bring the PKE to the lab now. I think I just feel better knowing I checked it myself. So, how was that experience? Congratulations, you have soared up the... Okay, wir lernen unseren Techniker kennen. Hello. Ja, ich habe da absolut Vertrauen in den Kollegen. Absolut. Oh Mann, Eddie. Okay. Quick, hand it over. This place is wild.
Jungles are wild. Chaotic flora growing in all directions with reckless abandon. Everything you see here is exactly as I intended to be. And if you forget, you're as good as a gazelle in a lion's den. Dead. You're dead. Yikes. I bet you're wondering why we're not using the more advanced gigameters, huh? That's the never-ending struggle. Ja, das ist eine Frage, die ich mir schon lange gestellt habe. Nicht? Looks like everything is calibrated and ready to go. Okay, now that the minutiae is out of the way, let's get into the good stuff. I don't think that they just keep me around to calibrate supernatural dowsing rods for rookies, do you? Wait, I just realized that probably no one introduced me. Kat, did you introduce me? Absolutely not. Ja, gutes Arbeitsklima, ne? Ist super. You call me Eddie, because everyone does, and it's what I prefer. It's nice to meet you, Eddie. Not knowing a single thing about you, I'm gonna refrain from saying likewise. No offense. None taken. As you might have inferred, I run the lab here at Ghostbusters HQ. That means research and development, full technological oversight, and the occasional new recruit instruction. If you have any questions about any of your equipment, I'm the one to ask. Only me. Don't talk to anyone else. They don't know anything. Like that cyclotron on your back. I bet you didn't realize that it could be upgraded. Enhanced power coils, frictionless ionizers, you get the idea. Tons of things that you'll use every day out there on the job. Mopping up ectoplasm, heralded as a hero. Are you okay? The point is, bring me your gear and I'll make it better. Got it? Good. Okay, who you gonna call? Ich glaube, das ist ein Ruf für uns, oder? Ich wollte es gerade sagen. Oha, ASAP, sofort, jetzt, hier, gleich. Okay, wir eilen. Oh ja, die Rutsche. Ach, Ray hat die Rutsche so geliebt. So. Dann lasst es uns tun. Das White Stone Museum. Dann machen wir uns mal bereit. Ich nehme an, wir werden jetzt hier erstmal mit KI-Spielern spielen. Nehme ich jetzt mal an. Das haben wir wirklich lange auch nicht mehr gespielt. Oder bin ich wirklich allein? Willkommen im Whitestone Natur- und Wissenschaftsmuseum. Wir haben einen Anruf über einen frei herumspukenden Geist erhalten. Die perfekte Gelegenheit, dich als Geister... Was? Für dich das Geisterjagen zu lernen. Okay. Als Geisterjäger ist es dein Hauptziel, den Geist zu fangen, bevor er das ganze Gebäude mit Spuk befallen kann. Dazu fesselst du den Geist und ziehst ihn in eine offene Falle. Super easy, wa? Bevor du den Geist fangen kannst, musst du allerdings erst alle aktiven Rifts im Gebäude finden und zerstören. Rifts ermöglichen es dem Geist, sich nach seiner Gefangennahme neu zu manifestieren. Du kannst den Geist erst dann vollständig fangen, wenn alle Rifts benutzt oder zerstört wurden. Finden wir also den ersten Rift. Ah, es geht jetzt erstmal um diese Rifts. Wie tausche ich jetzt mein Equipment? Warte mal. All quiet so far. Ah, hier. Okay. Let's do this. Was ist das da hinten? It's great you've come all the way out here. Das müsste die Puppe sein, oder? What was that? It's all good, okay? So, und jetzt? Ich bin jetzt gerade ein bisschen erstaunt. Ich dachte jetzt eigentlich, dass der Geist jetzt rausfluppen würde. So, das PKE-Meter muss ich noch ein bisschen aufladen. Was, wir können hier Unterstützung anfragen? Warte mal. Wow, you're probably the bravest person here. Ja, bringt mir das was? Kommt ihr da mit? Nee.
Oh, Sachschaden, schon mal $38. Ja, wir machen uns. Also das bringt hier so nichts. Wir müssen erstmal die Rifts finden, es hilft nichts. Da hinten ist noch eine Markierung. All quiet, so far. Ja, das ist diese dämliche Puppe wieder. Aber die macht ja nichts. Ach, das ist unser Ausrüstungswagen. Ja, ihr merkt schon, Leute, ich muss da wieder ein bisschen reinkommen erstmal. Okay, ne, das ist alles okay. Wir haben alles dabei. Aber was mache ich jetzt mit dieser komischen Puppe? Good to see you. Nothing in there. Aha, da haben wir einen Rift. Big rift right over there. Das ist ein Rift. Okay. Ja. So, der Geist kann sich nicht mehr manifestieren. Zeit, auf die Jagd zu gehen. Also hier scheint es nur einen Rift zu geben, das wird sich aber später ändern. I've got a bad feeling. You're not gonna let us sit. Trust me. Okay. We've seen a lot worse. I'm talking fully formed psychokinetic entities. All good. Just had a moment. Okay, Zivilisten beruhigen ist ganz wichtig, weil wenn nämlich der Spuk überhand nimmt, werden wir unruhig und flüchten und dann ist unser Auftrag auch verloren. Don't worry about a thing. They're not gonna let a silly old ghost bother you, are you? Was war das denn? Warte doch mal. Feigling. Okay, kümmern wir uns jetzt erstmal um das nächste Rift. Ah, das ist nochmal Personal. Mal sehen, ob ich den wenigstens beruhigen kann. Nothing to see here. Just your standard ectoplasmic exorcism. What's up over here? Okay, just relax. Genau, just relax. Meine Rede. So, nächstes Riff. Wo bist du? Kann ja nicht weit sein, gerade wenn es hier so kuschig aussieht. Solche Plätze lieben Geister, ja. Wissen wir ja. Wieso habe ich hier absolut kein Signal? Was ist hier los? Ah, hier haben wir immer noch einen Panik-Hubi, den müssen wir auch noch beruhigen. Trust me, we've seen a lot worse. I'm talking fully formed psychokinetic entities. I just need to chill out. So, wir dürfen uns jetzt tatsächlich mal auf die Geistersuche konzentrieren. Das finde ich sehr großzügig. So, wo ist er jetzt? Der Vogel. Geist. Ach, guck mal. Grüß Gott. Schiede! Wo ist er hin? Vogel. Ach, guck mal. Oh, that wasn't important. It's over there. Here comes the trap. Ah! Jetzt macht er sich schon wieder vom Acker her. Das ist doch zum... Ich sag's jetzt nicht. Vielleicht zensiert. Wo? There it is.
So entkommt mir der Vogel immer wieder. I found him! Proton pack is on the fridge. I have to break the tent. Overheated! Oh, diese Überhitzung macht mich fertig. Floater, over there. Give me a minute while my trap recharges. Ah! Ich krieg hier die Flocken. Kann ja wohl nicht wahr sein. Seems all good over here. Thing in there. Go spot it. Komm her, du Mistviech. Mist. Ich hab da überhaupt gar kein Händchen mehr für, merke ich gerade. Ein bisschen Unterstützung wäre hier nicht schlecht, dass ich mal... Er überhitzt schon wieder. Oh, nee. Viel zu langsam, bis der wieder abgekühlt ist. Viel zu langsam. Damn it. Jetzt geh da rein! Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt hatten wir ihn schon über der Falle hier. Ich krieg die Flocken. Echt jetzt? Wieso? Was, die Falle ist leer? Ach, hör doch auf. Nothing so far. Das heißt, muss ich zu diesem Wagen zurück, um den aufzuladen, wieder die Falle? Das ist ja so ätzend. Jetzt hatten wir den schon fast. Ah, nee, sie lädt sich von selber wieder auf. Wir müssen ihn nur im Auge behalten. Alter, habe ich das lange nicht mehr gespielt. Da. Traue keinen sich selbst bewegenden Stühlen. Floater, over there. Beweg den Hintern da in die Falle. Junge, ich werde hier... Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch überhaupt nicht. Junge. Ich muss an meiner Taktik arbeiten, glaube ich. Okay. Let's see what's over here. Ja, also hier macht das uns ja noch leicht, ne? Wir sehen. Trap's going out. Go spot it. Ja! Mein Gott. Halleluja. Was für eine Operation! So, der Geist muss in die Verbannungseinheit. Ja, dann machen wir das doch mal. Hallo Winston, ich hoffe, Sie sind mit mir zufrieden, Sir. Und rein mit dem Vogel. Yes, Sir. So, das war das Tutorial. Okay. Wir können Freunde einfangen, einladen und Aufträge annehmen. Junge.
So, man kann auch als Geist spielen, ist jetzt nicht so mein Favorite. Ich will Geisterjäger sein, also spiele ich als Geisterjäger. Wieso habt ihr hier unser Logo eingetütet? Was ist hier passiert? Ich finde ja die Details hier von der Feuerwache sehr cool. Sehr, sehr cool. So, schnacken wir mal mit dem Kollegen Winston. I bet you're wondering why you're one of the few people here. This firehouse is a work in progress, but it's our HQ. This place is special. And I really want it to be the jewel in the crown of our team. No pressure though. We're a team. Ja, kein Druck, ne? Aber mach. That's how I learned to be successful. And I learned it right here. Don't sweat it if it feels like sometimes you're the only one around. We'll never send you into the field alone. Okay. So, was haben wir hier? Nebengeschäfte? Verwendet die Standardfähigkeit 50 Mal. Was ist die Standardfähigkeit? Okay, werden wir sehen müssen. Ich glaube, dass... Erledigt sich von selbst, mehr oder weniger. Freunde einladen. Auftrag finden. Mal sehen, was Cat uns noch zu erzählen hat, bevor wir loslegen. I'm a huge fan. That's pretty obvious. But I'm not here just because I'm a fan. I'm here because I know the history. I know the haunts. And I know the business inside and out. That being said, being a fan sure does help. Okay, Fan zu sein hilft. Ich bin definitiv Fan. Wie gesagt, insbesondere der Originalfilm der ersten. So, Auftrag finden. Private Papier. Ich kann nicht mehr reden. Ey, Leute, was ist los? Fangen oder gefangen werden. Suche mit anderen Spielern online nach Partien für ein kontinuierliches Spiel. Matchmaking. Geisterkopfgeldjäger. Viele Geister zum Fangen. Nimm eine Geisterkopfgeldjagd an, wenn du dich der Herausforderung stellen willst. Private Partie? Ah! Okay. Ich glaube, hier sind in der Zwischenzeit ein paar neue Locations dazugekommen. Das Bezirksgericht? Da räumen wir doch gerne mal auf. So, jetzt schauen wir mal. Geistertyp zufällig, KI-Geistschwierigkeit normal. Okay. Tada! Auf geht's. Macht das Ecto 1 klar. Ich meinte, das kenne ich noch nicht, diese Map. Okay, los geht's. Wir haben ein paar KI-Kameraden, wie es aussieht. Ja, alles Bots. Der hatte schon gerade gut am Wickel gehabt. Ja, ich bin ein großer Fan der Treppe. Oh, da ist ein Rift. Das müssen wir gleich mal platt machen. Sonst bringt das hier alles nichts. Ja, das ist nämlich sehr nett, wenn mich ein Kollege da unterstützt. Dankeschön dafür. Wir überhitzen wieder so schnell. Ich hoffe, der Kollege gibt mir ein bisschen Rückendeckung, dass ich das zum Ende bringen kann. Ich bin schon ein bisschen beschleimt hier. Ja, jetzt hat er gerade so ein bisschen... So. Hallo? Bitte zielen Sie jetzt. Jetzt! Okay, zwei Rifts haben wir noch.
Mach dich vom Acker, mein Lieber. So, wo sind die nächsten Rifts? Was haben wir hier? Pilze? Ach so, das waren diese Sammelobjekte. Was? Wo? Hilfe? Wie? Was? Ist eine holde Jungfrau in Not? Ich eile. What's up? Don't worry about a thing. We'll have this wrapped up in no time. Okay. Erstmal die Leute beruhigen. Okay. Sehr gut. Dass der Gebäudespuk so ein bisschen aufgehalten wird. Oh, oh, ein Signal, ein Signal, ein Signal. Es schleimte mich voran. It's okay. We're here to keep you safe and catch that ghost. Thank you. No thanks needed. It's all part of the job. I'm scared for no reason. Ja, absolut. So schnell die Leute beruhigen, bevor das hier eskaliert. It's okay. We're here to keep you safe and catch that ghost. Oh, thank you. No thanks needed. It's all part of the job. I'm a bit tightly wound. Mist, ein Zivilist ist schon geflohen hier. Nothing to see here. Just your standard ectoplasmic exorcism. Thanks for getting up today. Okay, das haben wir auch. Wir nehmen die hier mal kurz mit. Maybe I should hold on to this. So, da haben wir noch einen verängstigten Zivilisten. You're not gonna let a silly old ghost bother you, are you? I see four or five of these a day. Thanks. So, da ist noch einer. Ja, wir dürfen dem Geist keine Chance geben, hier alle raus. Ah, Mist. Think this has any value? We got this. Ah, wir sind schon bei 25% Gesamtspuk. Das ist nicht gut. Aber wo sind diese Rifts? Ah! Echt? So ein schleimiges Etwas. Over until every last one is closed. Okay, einen Geist haben wir schon mal in der Falle hier. Ja, wir arbeiten natürlich auch so ein bisschen gegen die Zeit. Weil wenn der Spuk überhand nimmt oder die Leute in Panik geraten und flüchten, dann ist die Runde ziemlich schnell vorbei. Du Kerl. Oh, oh. Hallo? Cool bleiben, ich bin ja da. Alter, die rennt mich gerade um. Das ist natürlich super optimal. This is officially scary. Oh, da ist ein Kollege in Not, da helfen wir natürlich gerne. Okay. Help has arrived. It will? Very funny. Hey, what's up? Ich habe das Gefühl, uns geht hier was ab. Wo? Ah, da könnte ein Rift sein. Moment, aus dem Weg. Wir müssen diesen Rift.
This looks important. Ja, also wir müssen hier dringend die ein oder andere Online-Partie mit ein paar erfahreneren Spielern zusammen machen. Es sah hier schon mal besser aus, nicht wahr? Oh, that's a beauty. Gerichtssaal B. Oh, right. This job. Uh-oh. Where are all the civilians? This is bad. Very bad. Closing the rifts is taking too long. Moment. Wo ist der Stuhl hin, der gerade an uns vorbeigerast ist? Junge. Ja. 83% schon, Junge, Junge. It's scaring everyone away. Verdammt. Damn it. Also man kann definitiv effektiver im Multiplayer arbeiten. Da gibt's keinen Zweifel. Wo, da war doch gerade wieder dieser Stuhl. Bleib hier. The rifts aren't gonna close themselves. Bleib hier! Ah, shit! Schon wieder überhitzt hier. Ich glaube, da haben wir keine Chance. Wir sind schon... Ja, wir sind über der Zeit. Also eine Minute ist sehr wenig Zeit. Nee, das schaffen wir nicht mehr. Damn it, das schaffen wir nicht mehr. Schade. It's getting bad in here. We gotta catch this thing. Raus aus der Bude. Was für ein ekelhafter kleiner Kerl. Immerhin. Trotz Versagens hochgestuft. Die meisten Fesseln verstärkt, die meisten Diener vernichtet. Naja. Okay. War jetzt nicht so der Burnout, ne? Aber auch unser erster Kampf nach langer Zeit wieder gegen die Geister. Schade. Schade, schade. Ich würde sagen, wir versuchen noch mal eine Partie im Multiplayer. Was? Ein neuer Akt? Nee, das machen wir jetzt noch nicht. Macht Ihnen das Spiel Spaß? Ja. So. Ich würde das gerne jetzt nochmal im Multiplayer versuchen. Einen haben wir noch. So, Matchmaking. Auf geht's. Ich hoffe, in Gesellschaft haben wir ein bisschen mehr Glück und ich hoffe, es ist schon jemand in der Lobby drin. Das ist nämlich das nächste hier. So, ich habe extra Crossplay aktiviert, dass die Chancen größer sind.
Also zu Halloween muss doch jemand hier drin sein, hallo? Ich glaube, es hakt. Und er sucht und sucht und sucht. So, wir lassen ihn mal weitersuchen. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwas schon upgraden können. Ausrüstung, Klamotten, irgendwas. Es gibt was Neues bei den Outfits. Neue Namensschilder. Ach so, mit Namen. Nee, das brauche ich nicht. Mein Name ist mir gut genug. Okay, wir haben eine Partie gefunden. Jetzt bin ich mal gespannt. Drückt uns die Daumen. What the heck was that thing? Nothing to worry about. A minor paranormal occurrence. Okay, der war schon so dermaßen gescared. Keine Chance hier. Wir müssen mal gucken, wo die anderen Kollegen sind. In der Leichenhalle. Sehr schön. Sehr guter Job, Kollege. Sehr guter Job. Das war's schon? Das war eine sehr kurze Runde. Moment, waren da keine Rifts irgendwie zum... Verstehe ich nicht. Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. So, wir haben ein bisschen aufgelevelt bei Partikelwerfer, Protonenpack, aber noch keine zusätzliche EP dafür. Okay. Okay. Ja, da war jetzt nicht viel zu machen, ne? Das ist, wir springen mal gleich in die nächste Partie rein hier. So, jetzt hat sich doch noch was getan. Oh, wir sind in eine Einzelparty geschmissen worden. Okay, dann versuchen wir das nochmal. Okay. So, Pilze sind immer gesund, haben wir schon gelernt hier, ne? Auf jeden Fall nützen sie uns scheinbar als Sammelgegenstand. Oh! No ghost here. Keep shooting. Okay. So, erstmal wieder Zivilisten beruhigen hier. Ich hoffe, ich verkacke das nicht wieder. Just your standard ectoplasmic exorcism. Sounds good. Eben. So, das Wachpersonal muss ruhig bleiben. Da hilft nichts. Oh my god, I heard a pop. Ah, noch so ein kleiner hässlicher Kerl. War das jetzt ein Diener oder? Ja, scheint so. Junge, die Jungs gehen aber richtig auf den Senkel hier. So, bitte einmal die Falle aufsammeln hier. Was haben wir hier? Ach so, okay, das hat der Kollege rausgehauen. Wie heißt es schon schön bei den Ghostbusters? Teilen wir uns auf. So können wir mehr Schaden anrichten. Ah! Muss mich kurz mal entschleimen hier. Ah, kommt schon der nächste Schleimstoß hier. Verdammt! Es schleimt ziemlich voll. Um es original zu zitieren. Thank you.
Ah, wieder Zivilist weg. Damn it! Verdammt. Ja! Ah, wir haben noch nicht alle Rifts geschlossen. Verdammt, jetzt haben wir Geist eingesagt, aber keinen Rift geschlossen. Junge, Junge, Junge. Was war das? The PKE doesn't lie. Spectral activity is off the charts. So. Jetzt haben wir tatsächlich noch einen richtigen Spieler mit dabei. So, schnell mal hier beruhigen. I can see you're scared, but everything will be fine. It will? Of course. Unless something goes wrong. Alles wird gut, außer es geht was schief. Das beruhigt natürlich. Definitiv. Ich krieg kein Signal hier. Okay. Hallo, bleiben Sie mal hier, junge Frau. Wir müssen unbedingt vermeiden, dass die jetzt hier rauslaufen. What the heck was that thing? Nothing to worry about. A minor paranormal occurrence. Do you mean a ghost? So, Kollege wurde vollgeschleimt. Wo ist er denn? Der schleimi Kollege. Ich sehe ihn nicht. Wo hängt der rum? Ja, da läuft schon wieder der Countdown. I bet this is the most excitement you've had all day. Are we gonna die? Someday, yeah. But not today. Probably. I can see you're scared, but everything will be fine. It will? Of course. Unless something goes wrong. Ja, den Geist, glaube ich, den kriegen wir eh nicht mehr. Warte mal, wo ist denn der? Da flüchtet schon wieder ein Zivilist gerade. Das wird nix, Leute, das wird nix. Wo bist du hin, du Vogel? Ah! Damn it. Fine, I'll just save my own life. Ja, schön, wenn man das eigene Leben retten kann. Ja, das war's. Geist gewinnt. Shit. Das ist doch der hässliche vom letzten Mal. Naja, egal. Okay. Anyway. Die Punkte haben wir trotzdem mitgenommen. So, immerhin. Ich habe die meisten Fesseln verstärkt und die meisten Pilze gefunden. Noch besser als nix, oder? So, schauen wir mal. Geisterfalle haben wir ein bisschen aufgelevelt. Partikelwerfer und Protonenpack. Ja, das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus von den Punkten. War jetzt kein Win hier, aber ja, ne? Was soll's. So, Freunde, dann wollen wir es für dieses Mal damit sein lassen. Ich werde noch mal ein bisschen üben. Und dann werden wir wieder mal öfter auf Jagd gehen. Ich finde das nämlich ganz knorke, das Spiel. Ich finde es immer schön, wenn man ein Spiel so eine Zeit lang liegen lässt und dann sagt, eigentlich geil, müssen wir mal wieder öfter spielen. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare und natürlich nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da, Glocke läuten, volles Programm. Ansonsten, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zusehen. Ja, heute gibt es hier noch das ein oder andere Halloween-Video. Ich hoffe, ihr seid mit am Start. Ansonsten noch Happy Halloween! Metal, Leute! Abonniert alle Peru Plays von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschü, tschü.